Hallo und willkommen zu einem neuen Autovlog. Ja. Ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht. Ein Testvideo, wie sich das Ansteckmikrofon von mir anhört. Oder wie sich meine Ansteckmikrofone, ich habe ja mehrere, wie sich das anhört, wenn ich mit dem offenen Fenster fahre. Und aufgrund dessen hat sich der Stefan Chaos Vlog auf jeden Fall auch schlau gemacht. Und der hat jetzt auch ein Mikrofon-Vorstellung in den Vlog einbaut. So ein Ansteckmikrofon, in dem Fall, das hat jetzt 16,99 € gekostet. Für mich eine lohnenswerte Anschaffung war. Darüber hinaus hat es noch ein doch sehr langes Kabel, nämlich ganze 6 Meter. Ja, das heißt, ich kann mich effektiv sehr, sehr weit weg von der Kamera stellen und ihr hört mich trotzdem noch sehr gut. Mal wenn ihr drin denkt, mache ich euch den Link unter mit rein. Und der hat sich so ein Boya-Mikrofon, M1 heißt es, glaube ich, gekauft. Wo er dann mit dem Fahrrad rumgefahren ist und die Nebengeräusche vom Fahrradfahrer, die war da echt erträglich. Also war vor allem wenig Windgeräusche mit drin. Dass ich tatsächlich schon mal überlegen bin, ob ich mir das Mikrofon auch holen soll, dass ich da nochmal einen Vergleich machen kann. Gerade zu meinem Rode SmartLav Plus, was ich jetzt verwende. Ja, aber das Problem ist halt, ich habe ein gutes Mikrofon oder gerade das Sony, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung ist, MC-LV1 oder irgendwie so ähnlich. Ist auch ein sehr gutes Mikrofon, was ich eigentlich vorwiegend mit meiner Kamera verwende, mit der Funkstrecke, also mit meiner Sony Alpha 7C und der Funkstrecke und was ich auch jetzt inzwischen am PC verwende, da habe ich mir extra eine Verlängerung gekauft, dass ich das Mikrofon auch am PC gut verwenden kann. Haben eigentlich von dem her sehr schon gute Mikrofone von den Anwendungszwecken, was ich jetzt nutze. Ich fahre jetzt hier auch mit offenen Fenstern rum. Der Ton ist ja zwar nicht mehr ganz so gut, als wenn die Fenster zu sind, aber er ist brauchbar mit dem Rode SmartLav Plus. Und da ist jetzt halt echt die Frage, ob ich das Boya echt holen soll, um halt echt nochmal einen Vergleich zu machen. Aber das Problem ist, das kostet mich halt auch wieder Geld. Dann mache ich auch wieder ein Video auf meinem Hauptkanal, wo ich erstmal dann irgendwas vergleiche. Denn so ein Video zu machen ist echt aufwendig, weil ich muss ja irgendwie mit starken Nebengeräuschen etwas machen, was halt reproduzierbar ist, dass ich die Mikrofone letztendlich vergleichen kann. Das heißt, ich fahre dann mit dem offenen Fenster immer von A nach B und von B nach C und hin und her und dann nachher im Schnitt das alles zusammenschneiden. Dann ist ja natürlich das provoziert, dass sich das schlecht anhört, ist eigentlich somit dann auch ein schlechtes Video. Dann habe ich ein Video mit wenig Aufrufe, wo ich kein Geld dran verdiene, was mir Geld kostet hat und wo sehr viel Arbeit drin steckt. Und dann stellt sich mir halt schon die Frage, ob das dann nachher letztendlich irgendwo Sinn macht. Ja. Aber das ist halt auf YouTube. YouTube ist eine Probierplattform, finde ich jetzt mal.
oder zumindest mal für mich ist es mehr oder weniger Probierplattform, weil ich da halt gern irgendwas ausprobiere und dort das letztendlich per Video auch dokumentieren wolle und haben dann eigentlich mehr oder weniger relativ viele Testvideos, weil ja auch wenn ihr ein Review oder sowas macht, das ist ja letztendlich auch nichts anderes wie ein Testvideo. Ein Review heißt halt, ich teste es ohne Kamera und dort dann nachher die Erfahrungsberichte, was sie testet haben, im Video festhalte und das ist jetzt so mein Ding. Weil ich halt immer denke, wer bin ich denn, dass ich zu irgendwas sagen kann, das ist gut oder das ist nicht gut. Aber meine Klimaanlage gerade auch schon wieder rett. Ach, das Scheiße, ist alles Kacke. Gebläsemotor hängt. Ja, das außerdem, das muss ich irgendwann mal in Angriff nehmen. Der Gebläsemotor bei mir im Auto, der funktioniert, wenn es eine normale Temperatur hat. Wenn es jetzt so heiß ist wie heute, dass ihr Klima brauchen könnt, hängt der Gebläsemotor. Wenn es so kalt ist, dass ich die Heizung brauche, hängt der Gebläsemotor. Ist aber das Wetter wieder normal, also nicht zu warm, nicht zu kalt, dann funktioniert der Gebläsemotor. Dann, wenn ich eigentlich den Gebläsemotor halt brauche. Kommt ein bisschen Luft raus, aber ach, das ist echt so zum Kotzer. Wie ist das? Okay. Ein bisschen auf dem Armaturenbrett rumklopfen, dann funktioniert es. Scheiße ist sowas. Ja. Drum fahre ich gern mit offenen Fenstern. Da muss ich mich um kein Gebläse und nichts kümmern. Und darum habe ich auch das Mikrofon, dass man mich trotzdem noch versteht. Und dann machen wir jetzt auch das Fenster einfach auf und fertig. Also mit dem Fahrrad rumfahren und da einen Vlog draus machen, das ist vielleicht auch gar cool. Gar keine so schlechte Idee. Ich hätte eigentlich ein richtig gutes Fahrrad, E-Bike. Seitdem ich aber 2015 mal einen schweren Fahrradunfall gehabt habe, fahre ich eigentlich echt nicht mehr viel mit dem Fahrrad. Die haben jetzt keine Angst vor dem Fahrradfahrer oder so. Aber weiß es jetzt. Wir haben es ein paar Mal rausgeholt zum gucken, ob es eigentlich überhaupt noch funktioniert. Bin ein paar Meter gefahren, aber so richtig. So richtig Fahrradfahrer mit Ziel irgendwo hin, das kommt eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor. Ich tat's jetzt mal nochmal auf den Bildschirm. Das Bild kommt mal ziemlich dunkel vor. Was aber auch dran hängen kann, dass es im Handy langsam wieder zu heiß wird. Ja, das zum Thema Mikrofone. Also, wir haben schon echt viele Mikrofone gekauft und die miteinander verglichen. Und ich würde gern noch mehr kaufen und noch mehr vergleichen, wenn mir das Spaß macht, aber das ist halt auch immer finanziell so ein Ding. Wenn jetzt sie, ja, also sie haben jetzt bei YouTube auch ganz neu
auf meinem Hauptkanal das Affiliate angemeldet. Das heißt, ich verdiene dann letztendlich auch Geld über manche Videos. Das ist halt auch wieder YouTube. Tut das dann einschätzen, ob das werbefreundlich ist oder nicht. Und bei Videos, wo ich mir eigentlich zu 100% sicher bin, das ist werbefreundlich, da steht dann oft dran, dass es nicht werbefreundlich ist und ich kann da keine Einnahme erzielen damit. Manche Videos, da denke ich ja, das könnte vielleicht nicht werbefreundlich sein. Das wird dann wieder akzeptiert als werbefreundlich. Fakt ist aber auf jeden Fall, sobald ich irgendwas dampftechnisch vorstelle, ist es generell immer nicht werbefreundlich, egal was ich vorstelle. Ich habe sogar einen Strike auf meinem Kanal erst vor kurzem gekriegt für irgendein Video, wo ich Liquid vorgestellt habe. Wie ist dabei gestanden? Rezeptpflichtige Verkaufsforderung oder irgendwie sowas. Also eins meiner ältesten Videos habe ich einen Strike drauf gekriegt. Das ist von 2017, 2018, ich weiß gar nicht von wann. Da musste dann echt manchmal, ja, keine Ahnung. Also. Das ist auch etwas, wo ich gern wieder mehr machen würde. Ich würde mal wieder gern Liquid Aroma Reviews machen. Aber von Hersteller kriege ich eigentlich nichts mehr zugeschickt. Hardware kommt ab und zu noch was, aber auch fast nichts mehr. Dass es da dann auch schwierig wird, weil mein HWV, der ist irgendwo, keine Ahnung, der ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Ich muss nicht mehr irgendwie alles kaufen, was neu auf den Markt kommt. Eine Zeit lang war das ja bei mir ganz, ganz schlimm. Da habe ich gewusst, da kommt irgendwas neu auf den Markt, dann war es ja eigentlich oft so, dass es in Deutschland durch die Anmeldefrist noch nicht kaufbar war, dann hat man das eigentlich alles so oder so im Ausland bestellt, also in China eigentlich vorwiegend. Und da habe ich immer wieder irgendwas bestellt und bestellt und bestellt und bestellt. Weil ich immer das Neueste hören wollte. Gut, letztendlich ist mein Kanal durch das halt ja, eigentlich auch bekannt geworden, groß geworden, weil ich halt einfach einer von der Ersten war, wo sich das dann nachher im Ausland bestellt hat. Aber inzwischen, keine Ahnung, ist das jetzt so, dass ich da keine Lust habe, irgendwas Neues auszuprobieren, aber es ist halt nicht mehr so der Zwang da, dass ich mir alles kaufen muss. Wobei gestern war ich live auf Twitch und dann hat ein Österreicher auf jeden Fall hat dann mich die ganze Zeit getriggert mit meinem neuen Verdampfer, der noch besser sei. Der sei dreimal besser wie der Steamcave-Verdampfer hier und hin und her. Und ja, das sind so Sachen, ich weiß es nicht. Ich kann mir das eigentlich schon fast nicht mehr vorstellen, weil wir sind geschmacklich, was so ein Verdampfer hergibt, eigentlich schon auf dem Niveau, dass man da nicht mehr arg viel besser machen kann. Das ist schon alles echt richtig, richtig gut. Oh, mein Tank ist leer, ich habe bloß nur 40 Kilometer Restreichweite. Aber der Sprit ist gerade momentan nicht wirklich günstig. 1,98. Naja. Lass mal die Tankstelle mal rechts liegen.
Gucken wir mal, ob ich an einer anderen Tankstelle einfach zu einer späteren Uhrzeit nochmal vorbeikomme, wo es dann vielleicht nochmal günstiger wird. Ja. Ist halt echt alles so ein Ding. Oh. Zufahrt frei bis. Boah, jetzt ist auch noch da eine Umleitung. Was soll der Scheiß? Ja, da wäre ein Burger King. Mal Hunger hätte ich schon ein bisschen, aber. Burger King schmeckt halt nicht so gut wie McDonald's. Und Diesel, da haben wir auch 1,98. 1,98 für Diesel. Das ist das, was ich eigentlich gar nicht so richtig verstand. Chicken-Menü, Beef-Menü. Sollen wir denn? Soll ich denn jetzt im Burger King was essen gegangen? Eigentlich könnte man das machen. Im Burger King ist es klimatisiert. Da steht kalt. Nun würde ich sagen, beende das Video an der Stelle auch. Wenn euch irgendwas interessiert, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Was ich auf jeden Fall sagen kann, jetzt ist da demnächst die Hall of Fame in Stuttgart. Ich glaube 26, 27 oder 25, 26. Ich weiß jetzt gar nicht. Diesen Monat. Da bin ich auf jeden Fall. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.